Zum ersten Mal seit 16 Jahren ist die CDU in der Opposition. Klar ist, die Partei muss sich erneuern. Und wir haben einen Geheimtipp bekommen. Hier, hinter dieser Tür, soll die Zukunft der CDU liegen. So, herzlich willkommen. Hier, mitten in Berlin, wohnt die CDU. Zentrale Lage mit Ölheizung. Von Adenauer bis Merz, was für eine Partei, was für eine Geschichte. Dass Sie wieder Freiheit haben. Vor uns liegen große Aufgaben. So wahr mir Gott helfe. Wählt bitte nicht die CDU. Es war mir eine Ehre. Hallo Herr Laschet. Hallo Pauline. Dies ist ein Film über Modernisierungsstau, über ein Leben in der Opposition und der Angst vor dem Verschwinden. Eine journalistische Reise in unbegreifliche Welten, die noch nie ein Mensch zuvor Bitte. Na gut, wir haben einen Journalisten getroffen, der wirklich Ahnung hat. Alexander der Große, ein Mann von Welt. Herr Alexander. Die schlechte Nachricht zuerst. Wir wollen mit Ihnen über die CDU reden. Das habe ich vermutet. Und es gibt keine gute Nachricht. Was war das große Geheimnis von Angela Merkel? Sie hat die Wahlen gewonnen. Also dafür hätte ich Sie jetzt als Experte nicht gebraucht. Hat denn Friedrich Merz jetzt mit seinen vielen Kandidaturen überzeugt oder hat er die Partei einfach zermürbt? Ja, das ist ja lustig, weil es gibt eine schöne Anekdote von Friedrich Merz. Also als der von Angela Merkel besiegt wurde, zog er sich ja ins Sauerland zurück und wurde aus Trotz reich. Und in dieser Zeit gab es immer Versuche von CDU-Leuten, ihn wieder ins Boot zu holen. Und die CDU-Anekdote erzählt, dass Merz gesagt hat, was, ich war im Europaparlament, jetzt war ich im Bundestag, jetzt soll ich auf Landesebene mitmachen. Und dann soll er den unverbürgten Satz gesagt haben, ich warte einfach, bis die Alte weg ist. So, und das wurde jahrelang als in der CDU als wahnsinnig witzige Anekdote erzählt, aber genau so ist es gekommen. Ja, ja, absolut. Das ist die CDU, eine stolze Partei mit fast 800.000 Mitgliedern. Ach nee, das war 1990. Jetzt sind es nur noch knapp 400.000 Mitglieder. Oder wie Horst Seehofer sagen würde, zweimal? 200.000. Klar ist, die CDU muss sich erneuern. Deswegen hat die Partei reagiert und eine junge, moderne Person zum Parteichef gemacht. Sie heißt Friedrich Merz. Mit 66 Jahren der Aufbruch der CDU. Da kann man fast schon lachen. Weniger lustig, 46% aller Wähler fanden bei der Bundestagswahl das Thema Klima am wichtigsten. Aber nur 11% sprachen der Union in diesem Bereich Kompetenzen zu. Bei den Eisbären glaubt das sogar nur jeder Nullte. Und das, obwohl eine der ersten Umweltministerinnen aus der CDU kam. Eine Frau, die heute niemand mehr kennt. Auch anderswo gibt es Defizite. Die Unionsfraktion ist die Fraktion mit dem geringsten Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Es sind nur 4,1%. Im ganzen Land sind es 27,2%. Mit einem Viertel der Bevölkerung kommt Friedrich Merz also höchstens in Berührung, wenn er sich in Berlin mal einen Döner kauft. Haben Sie auch Königsberger Klopse? Olpe, irgendwo im Sauerland. Hier hat man das Weltgeschehen noch fest im Blick. Allerdings sind hier alle Autobahnbrücken kaputt. Wir kamen trotzdem mit dem Verbrenner. Hier wollen wir Friedrich Merz treffen, zu einem launigen Tête-à-Tête. Einem Treffen auf Augenhöhe. Einem Gespräch unter guten alten Bekannten. So, Friedrich Merz hält jetzt seine große Rede und danach kommt er dann zum Exklusivinterview hier hin. Ne? Du hast auch verstanden. Ja. Hat Friedrich Merz bisher viel richtig gemacht oder profitiert er noch davon, dass die Ampel, ich sag mal, noch in der Findungsphase ist? Das Zweite ist richtig. Es ist nämlich so, dass als Oppositionsführer man immer nur so gut sein kann, wie die Regierung schlecht ist. Man zeigt auf die Schwächen, man versucht, Risse, die sich auftun, noch ein bisschen breiter zu machen. Man streut Salz in die Wunden. Also man braucht da durchaus eine destruktive Energie und die hat er. Also das kann er. Und dann lese ich dieses Plakat. Ich frage Sie mal, wenn Sie einen kleinen Augenblick mal still sein können. Wer beschränkt Sie da hinten eigentlich in Ihrer Meinungsfreiheit? Wer? Wer sagt Ihnen eigentlich in diesem Land, dass Sie irgendetwas nicht sagen dürfen? Wer sagt Ihnen das? Sie dort hinten, Sie können jedes dummes Zeug reden, was Sie gerne wollen. Das ist der Unterschied zwischen Olpe und Moskau, meine Damen und Herren. In Olpe dürfen Sie schreien, dürfen Sie trakehlen, dürfen Sie machen, was Sie wollen. Nur nicht den CDU-Chef dumm von der Seite anquatschen.
Herr Merz, reden Sie mit mir über moderne Politik? Oder zumindest über die CDU? Vorschlag zur Güte. Sie geben die Antwort und wir stellen im Anschluss die passende Frage. Können Sie uns denn ein Interview geben, wenn Sie uns schon so abdrängen hier die ganze Zeit? Ich mach da nur den Blick. Herr Merz, wenn wir in die CDU eintreten, reden Sie dann mit uns. Wir können Ihnen doch noch einen Job besorgen. So. Im ZDF-Verwaltungsrat. Das ist super bezahlt, keine Arbeit. Und die Quoten sind besser als die der CDU. Ich möchte mich auch noch ausdrücklich entschuldigen bei Ihnen. Für Fabian Köster. Und ich für Lutz van der Horst. Ja, also ich glaube, er mag uns schon, ne? Ja, doch. Der hatte Bock auf uns. Ja. Alpen am Niederrhein. Ein Clan hält hier den Ort in Atem. Sie nennen sich die Junge Union. Die radikalen Reformer treffen sich in denkmalgeschützten Häusern. Wir sind beim Wahlkampf in NRW. Na dann, Prost. Es ist kurz nach 11 zur deutschen Flotte. Hier beginnt also der Wahlkampf. Jeden Tag für euch. Hier endet er öfter gerne mal. Aber es wird auch jetzt schon Bier getrunken. Das ist löblich. Wir müssen ja die Leute nachher ansprechen können irgendwie. Ach, trinkt ihr euch Mut an? Nein. Ah, es klang aber ein bisschen so. Die Antwort kam ein bisschen zu schnell. Wie läuft denn der Wahlkampf bis jetzt so für euch? Was sind eure ersten Eindrücke? Also ganz persönlich muss ich echt sagen, ist viel besser als bei der Bundestagswahl. Dann muss man sagen, bei der Bundestagswahl war das anders. Und da haben auch unsere Leute echt, also war auch hart, ich meine, sehr Ehrenamtler, die hier stehen. Ne? Wenn die dann zum 15. Mal von irgendjemandem im Vorbeilaufen, ja, Laschet hat gelacht, ich habe immer CDU gewählt, ich kann nicht mehr. Dann demotiviert er doch einfach. Ne? Also seid ihr auch zu Hendrik Wüst gegangen und habt gesagt, du kannst alles machen, aber merk dir eins, Junge, wenn du lachst hier, kriegst du so auf die Fresse. Ja, und keine Masken verkauft. Weil es ist natürlich schade, wie gesagt, für eine Partei, für so viele Leute, die ehrenamtlich aktiv sind, dass dann der ganze Partei in Geiselhaft genommen wird für zwei, drei raffgierige Leute. Dann haben die eigenen Leute noch ein bisschen mitgespielt und getwittert aus Bundesvorstandssitzungen. Herr Söder war ja auch noch da. Ist das immer so, dass wenn man Markus Söder erwähnt, dass dann sofort die Anzeige kommt? Könnte ich einen Pilz haben? Ja. Eins, aber eins reicht, ne? Kleiner oder groß? Groß. Wie alt bist du? Ich bin 14. Und du bist auch schon bei der Jungen Union? Ich bin bei der Jungen Union, bei der Schülerunion. Warum bist du denn zur Jungen Union gegangen? Ja, man macht gewisse Äußerungen zu SPD-Bürgermeistern. Und dann kriegt man Anschreiben von der Jungen Union. Was hast du dem SPD-Bürgermeister gesagt? Also ich habe ihm klar ins Gesicht gesagt, so, ich will nichts von der SPD, wenn ich mal 14 bin, was ja dann jetzt so ist, dann gehe ich in die Junge Union. Ja, und das kam dann in die Rheinische Post. Ach. Dann habe ich ein Anschreiben von der Jungen Union bekommen, genau. Und warum willst du nichts mit der SPD zu tun haben? Wie kam das dazu? Ich bin auch in der Landwirtschaft aktiv und wenn man mit den Landwirten spricht, die SPD hat in ihrer Amtszeit unter Schmidt und so Landwirte ziemlich aggressiv gemacht, auf gut Deutsch gesagt, genau. Und wenn ich durch mein Dorf fahre und in der SPD wäre, dann würde ich wahrscheinlich ein paar Steine hinterhergeworfen bekommen oder Eier oder Ähnliches. Ich glaube, ich kenne dich doch. Bist du Philipp Amthor? Oh. Alles klar. Dankeschön. Ja, Prost, ne? Ja, dann Prost, ne? Auf den Balkan. So, genug Mut angetrunken. Auf in den Haustürwahlkampf. Und so läuft dieser Wahlkampf bei euch also. Man klingelt an vielen Türen und niemand öffnet. Ja, das kann man auch dem Postboten überlassen. Hier arbeiten eben viele Leute und die sind dann eben auch auf Arbeit. Ne? Darf ich dir noch einen Spargelschäler geben? Ja. Ja. Gut, danke. Jo, aber dann müssen Sie auch die CDU wählen. Nee. Wie viel Spargelschäler müsst ihr Ihnen geben, damit Sie die CDU wählen? Er müsste selber Spargel schälen. Ja, mein Spargelschäler. Und der Freddy ist hier auch für den Wahlkreis, ist der zuständig. Aha. Ja, ich habe sie oft gesehen, aber ihn noch nicht so. Der will alle fünf Jahre ihre Stimme haben und deswegen kommt er hier jetzt auch regelmäßig den Vorgarten machen. Ich lasse ihn nicht beeinflussen. Komm, noch ein Spargelschäler. Noch einen jetzt. Doch. Nein, wir haben noch. Wie viele Spargelschäler haben wir noch? Ruck das jetzt raus, Mann. Du musst die Leute überzeugen. Hier sind ein paar Flyer. Haben Sie einen Kamin? Damit kann man super heizen. Was soll ich mit den ganzen Flyern? An Bekannte und Verwandte. Sie sind noch ein bisschen übermütig hier beim Helfen. Nehmen Sie den Spargelschäler und machen Sie schnell die Tür zu. Wir haben alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ja, und schon wieder eine Stimme weniger. Dankeschön. Gern geschehen. Wie schafft die CDU es denn bei so Zukunftsthemen wie Klimawandel zum Beispiel,
wieder sattelfest zu werden, sage ich mal. Weil bei der letzten Wahl haben wir eine Statistik gelesen, fanden 46% der Wähler das Thema am wichtigsten, nur 11% trauten der CDU da Kompetenzen zu. Ja, sehr verheerend für so eine große Partei, oder? Total. Also die Grünen haben eine Kompetenzvermutung, so ist der Fachbegriff, bei Klimawandel. Und ich finde, den haben sich die Grünen auch verdient, weil die ja schon 20 Jahre damit um die Ecke kommen. So, und dass die CDU sich einen Kopf macht, was machen wir beim Klimawandel, das muss eine Partei bringen, das ist schon richtig so. Wäre aber ganz gut, wenn sie dann mit was anderem um die Ecke kämen als die Grünen, weil die Grünen haben wir ja schon. Und wenn es zwei Konzepte gibt, können wir auswählen. Der Rhein-Hunsrück-Kreis. Kommt man mit der Bahn schwer hin, mit dem Pferd geht's. Nur leider können wir beide nicht reiten. Aber wir sind trotzdem noch schneller als mit der Bahn. Stimmt. Hier schlägt übrigens das grüne Herz der CDU. Und es gibt ein seltenes Wetterphänomen. Wir treffen Thomas Heilmann. Er ist Vorsitzender der Klimaunion. Es gibt eine Klimaunion? Nach meiner Kenntnis ist das, ja. Warum stehen hier eigentlich so viele Solarzellen rum? Gibt es dafür nicht Brandenburg? Na, wir brauchen ja überall erneuerbaren Strom. Und das Herausragende in Hunsrück, nämlich seit 30 Jahren ein CDU-geführter Landkreis, der erste und nämlich einzig klimaneutrale Landkreis. Und der hat eben sehr intelligent auf dieser alten Mülldeponie gesagt, die nutzen wir und verdient auch noch richtig Geld damit. Der ganze Kreis ist ja jetzt klimaneutral, ja. Aber die eigentliche Sensation ist, dank einem CDU-Politiker. Ja, das bin nicht ich, sondern das Fleck, der das gemacht hat. Aber Sie können die Lorbeeren jetzt einheimsen. Wir wollen erneuerbare Energien, das wird der CDU manchmal nicht zugetraut, das stimmt, aber ganz so ist es nicht. Warum wird das der CDU nicht zugetraut? Die CDU ist halt so ein Tanker, das dauert halt, bis so ein Tanker sich bewegt. Aber sie hat sich bewegt in den letzten Jahren. Und, aber ich finde den Vergleich eigentlich ganz gut. Die CDU ist quasi die Ever Given, die im Suezkanal feststeckt. Ja, inzwischen ist sie ja wieder los. Also inzwischen fahren wir ja wieder. Ja? Es geht voran, sagen wir mal so. Ist die CDU die Titanic? Das will ich mal nicht hoffen, nein. Also ich sehe auch keinen Eisberg auf uns zu. Stimmt, den gibt es ja dank CDU-Klimapolitik nicht weggeschmolzen. Der ist ja weg. Ich habe vorgeschlagen, dass wir uns hier hingehen, weil Sie ja nicht glauben, dass die CDU auch was mit Klimaschutz zu tun hat. Und die machen das hier schon seit 30 Jahren. Ja, das ist wirklich unfassbar. Ja. Herr Fleck, die CDU steht jetzt nicht in erster Linie für Klimapolitik. Sie haben das Thema schon Ende der 90er angeschoben. Wurden Sie dafür belächelt? Wir wurden belächelt, wir wurden gehänselt, wir wurden kritisiert. Und seit 2019, würde ich sagen, hat sich der Wind etwas gedreht. Dann kam Europawahl, Fridays for Future. Naja, und die letzten paar Monate brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu beschreiben. Und jetzt stehen wir etwas anders da. Jetzt wird nicht mehr gelächelt. Früher ging es nicht, weil da haben die Leute sich mehr über die Eisbären am Nordpol unterhalten und die Frage, haben die in die Zukunft oder können die Malediven überleben? Heute ist es mein Nachbarwald, der gefährdet ist. Mein Garten, der austrocknet. Mein Sylt. Mein Sylt also zum Beispiel. Meine Tiere, die ich im Feld und Wald sehe. Das heißt, wir sind plötzlich persönlich getroffen. Deswegen ist es nicht nur eine Frage einer Person, sondern es ist auf breite Basis jetzt gestoßen. Also wenn wir es so schaffen, dass wir einfach unnütze Flächen mit Solarpanels zukleistern, wir könnten den ZDF-Fernsehgarten anbieten. Das ist eine sehr gute Idee. Leute, ich bin da häufiger im Fernsehgarten. Das ist das ZDF, das ist super scheiße, das können wir nicht machen, ernsthaft. Fernsehgarten ist irgendwie ein Flaggschiff, so. Finde ich super scheiße. Nee, komm, ja, lass uns aufhören. Dann gehen wir was essen, oder? Bitte. Warum die CDU die Bundestagswahl verloren hat? Vielleicht haben es einige Mitglieder einfach nicht rechtzeitig ins Wahllokal geschafft. Was wollte ich denn nochmal hier? Das durchschnittliche CDU-Mitglied ist nämlich 60,8 Jahre alt. Was? 60,8 Jahre! Und damit nicht vom durchschnittlichen ZDF-Zuschauer zu unterscheiden. Gleichzeitig fehlt der Nachwuchs. Nur 11% der unter 30-Jährigen wählten letztes Jahr die Union. Noch weniger waren es nur bei den unter 30-jährigen YouTubern mit blauen Haaren. Das ist für die CDU deswegen problematisch, weil im Vergleich zur Wahl 2017 über 1 Million CDU-Wähler schlicht verstarben. 1 Million! Nur um das mal deutlich zu machen, in Euro wäre das gehobene Mittelschicht. Aber wir wollen mal nicht so traurig enden. Hier schnell ein Gag. Natürlich gibt es auch junge Leute in der CDU. Der war echt gut. So, genug Schabernack. Entschuldigung. Und dann kommt es doch noch zum großen Exklusivinterview. Arbeitsfrühstück im Bundestag zwischen neuer Verantwortung und Bärchenwurst. Wir dürfen ihn endlich treffen.
den Mann, der die CDU aus dem Tal der Tränen führt in eine neue Zeit. Ja, so kann man das formulieren. So, genug Schabernack. Oh, okay. Ich kann das Buch gar nicht weiterlesen. Ärgerlich. Ja, aber schade. Vielleicht, wenn du dich gut führst, würde ich vielleicht noch mein Exemplar irgendwie rausspringen lassen. Ach, das muss gar nicht ich sein. Ich brauch's auch nicht. Ja, wir freuen uns hier zu sein zum Arbeitsfrühstück. Ja, sehr gut. Da bin ich ja mal gespannt, was ihr mitgebracht habt. Ja, einiges. Oh. Was haben wir denn hier? Eine Fleischwurst. Das ist gut, ja. Und einen veganen Schinkenspicker. Ich weiß nicht, was ihm lieber ist. Veganer Schinkenspicker, ich weiß nicht. Also, ich habe mich da noch nicht so richtig reingetraut. Ich habe die Sorge, es kommt schlecht an im Wahlkreis. Aber da muss man als CDUler schon noch so ein bisschen... Ja, aber ich gönne auch jedem seinen veganen Schinkenspicker. Aber gut, soll jeder essen, wie er will. Ich bin ja nicht hier wie von den Grünen, dass ich allen Leuten vorschreiben will, was sie essen sollen und was nicht. Deswegen, wenn man das gerne mag... Sie sind wirklich nicht wie von den Grünen, das kann man feststellen. Das kann man wirklich oder? Sagen. Das ist eine unbestreitbar richtige Aussage. Was sind die großen Themen, auf die die CDU jetzt setzen sollte? Oder anders gefragt, von welchen Themen würden Sie sich Aktienoptionen holen? Also, der war natürlich auch sehr gut vorbereitet. Das war jetzt wirklich absehbar auch irgendwie, muss man sagen. Aber ein bisschen lustig, war das lustig? Ja. Nee? Okay. Haben Sie ihm vor dem Dreh Aktienoptionen angeboten, dass er sich auf Ihre Seite schlägt? Naja, nein, Scherz beiseite. Das ganze Thema hat mich sehr geärgert, auch damals. Ich mich vor allem über mich selbst. Das ist auch okay, aber der Blick enthält ja eine ernsthafte Frage. Was sind jetzt die wichtigen Themen? Deswegen geht es ja gerade darum, wir machen ein neues Grundsatzprogramm, dass man auch inhaltlich mal guckt, was sind eigentlich auch die Schwerpunkte. Weil das war ja schon so eins der Probleme, dass viele Leute nicht mehr wissen, wofür steht die CDU überhaupt. Ne? Ja, und vor allem dann gab es natürlich auch so Fehlassoziationen zu sagen, naja, wieso die CDU, das war immer nur für Atomkraft und für Wehrpflicht und irgendwie alles so, wie es vor 20 Jahren war. Also im CDU-Programm stand drin, Familie ist Vater, Mutter, Kind. Sie haben das Gegenteil gemacht. Da stand drin, Wehrpflicht muss unbedingt bleiben. Sie haben das Gegenteil gemacht. Da stand drin, Atomkraft ganz wichtig. Sie haben das Gegenteil gemacht. Also bisher hat die CDU ihr eigenes Programm einfach ignoriert. Weil es keiner liest. Ja, und jetzt haben sie die Idee, wir machen ein Programm, das wir ernst nehmen. Ja. Und das, also finde ich, hat doch was. Für die CDU. Ja. Eine Revolution. Ja, das ist wirklich, Okay. Junge Leute wieder für die CDU zu begeistern, ist ja aktuell schon schwer, oder? Naja, es ist tatsächlich schon so, dass wir uns sehr geärgert haben über das Ergebnis bei der Bundestagswahl. Und das muss auch wieder besser werden. Wichtig ist halt, finde ich, in dieser ganzen Diskussion, dass man jetzt die Jugend in Deutschland nicht irgendwie so auf ein Role Model reduziert. Also weder Rezo noch ich noch sonst wer repräsentiert Jugend in Deutschland allein, sondern die Vielfalt macht's. Und die CDU ist halt nicht so eine Klientelpartei, die dann sagt, wir sind nur für die Mortadella essenden Lastenfahrradfahrer. Ja? Ich finde richtig gut, dass wir eben von Friedrich Merz bis Daniel Günther und auch in der jungen Generation eine große Breite an Themen haben. Aber Daniel Günther wurde innerhalb der CDU schon Genosse Günther immer genannt, oder? Naja, über mich gibt es auch unschöne Sprüche. Nein, keine Ahnung. Sie haben doch eine Ahnung. Ich hab's Aktienamtor. Ach. Im Kern ist es schon so, dass natürlich in der Partei gibt es auch mal Sprüche über den einen oder den anderen, aber Daniel Günther hat da breite Akzeptanz für das gute Wahlergebnis und das finde ich auch gut. Hoch im Norden hinter den Deichen, auf zur Wahlparty in Schleswig-Holstein. Wir sind natürlich vor Ort, in unserer Funktion als investigative, neutrale Journalisten. Oder wir starten für Daniel Günther schon mal die Kanzlerkampagne. Oder so. Die CDU macht einen Gewinn. Ja! 2025! Kanzler von Okay, da sind die Pferde etwas mit mir durchgegangen, aber die Stimmung hier ist auch echt geil. Das ist schon ein ziemlich geiles Ergebnis, ja, also, was wir hier geholt haben. Oder? Absolut korrekt. Damit müssen Sie jetzt in Berlin angreifen. Ja, zumindest kann ich ein bisschen in Berlin rumprahlen. Das war immer mein Ziel, dass wir den mal zeigen, wie man richtig Wahlkampf führt hier in Schleswig-Holstein. Und morgen bin ich auch bei der Präsidiumssitzung dabei. Können Sie jetzt gerne nochmal Fritze, Friedrich Merz? Ja, das sage ich ja morgen dann schon. Ach, auch im Präsidium. Morgen, ja, okay. Also von daher, bei so einem Ergebnis kann man schon ein bisschen rumprahlen dann auch in Berlin. Das werde ich auch morgen machen. Friedrich Merz kann vielleicht auch von Daniel Günther diese Fröhlichkeit lernen. Aber die kommt noch, die kommt mit dem Erfolg.
Haben Sie ihn mal lächeln sehen, Friedrich ja. Merz? Echt? Ja, wann war das denn? Ich kenne ihn ja nicht schon lange. Und wann lächelt der? Oh, der lächelt häufig. Ernsthaft? Ja. Friedrich, wir haben versprochen, dass wir hier in Schleswig-Holstein liefern und Rückenwind für NRW geben. Wir haben das gehalten. Ist okay, oder? Hier, bitteschön, das T-Shirt für Sie. Ich zieh's nicht an. Also ich muss mal sagen, so eine schlecht sitzende Frisur habe ich wirklich nur, wenn ich an der Westküste auf dem Deich laufe. Kanzler von Moin ist doch schon mal gut. Moin. Wissen Sie, wo Moin herkommt? Woher? Nee, wo kommt denn Moin her? Ja, wo kommt denn Moin her? Ja, wir fragen dich das ja. Los, jetzt sag mal, wo kommt es denn her? Ja, mal ein bisschen intellektuell. Ja, das kann ich mal beweisen hier. Ich schätze mal, aus Schleswig-Holstein kommt es her. Nein, das kommt nicht aus Schleswig-Holstein. Nee, was heißt denn Moin? Was heißt es denn? Heißt wahrscheinlich morgen, oder? Nee. Was heißt es denn? Moin kommt aus dem Flämischen. Ja, sag ich doch. Das kommt dann nicht aus dem Flämischen. Was heißt das? Das heißt gut. Gut. Ne? Ja. Ein neue junge Dieren ist ein hübsches, junges Mädchen. Aber der Slogan ist schon mal gut, oder? Ja, aber ich würde mal sagen, dann nehme ich mir andere Leute, die mich unterstützen. Das andere? Heißt, dann, ja, ihr müsst da noch ein bisschen... Wir hätten als Slogan auch noch, Daniel Günther ist das Gegenteil von Friedrich Merz. Es wird immer kreativer. Da passiert was im Gesicht. Ich sage, wir sind schon beim Brainstorming, das sieht gut aus. Also Sie kommen auf uns zurück, oder? Ja, selbstverständlich. Alles selbstverständlich. Klar. Sie hören von mir. Sehr gut. Parteien funktionieren wie Räuberbanden. Der wird Räuberhauptmann, der die größte Beute verspricht. Das heißt, die CDU wird sich den Kopf machen, wer holt für uns die meisten Prozente, weil die meisten Prozente sind die meisten Mandate, sind die meisten Jobs. Aber danach werden die das entscheiden. Sahnen Sie jetzt ab beim großen Gewinnspiel. Beantworten Sie nur folgende Frage. Was passt am wenigsten zusammen? Der HSV und die erste Liga? Armin Laschet und das Kanzleramt? Oder die CDU und Frauen? Okay, war zu einfach. Hier die Fakten. Nur 26,6% der CDU-Mitglieder sind Frauen. In der Bundestagsfraktion sind es sogar nur 23,5%. Deswegen will die CDU im September vielleicht sogar eine Frauenquote beschließen, obwohl Kritiker in der Partei sagen, dass sich dann halt nicht mehr die Qualität durchsetzt. Wer war das? Egal. Nächste Quizfrage. Wie viele der 15 CDU-Landesverbände werden von einer Frau geführt? Kleiner Tipp. Die Antwort findet sich in Friedrich Merz' neuer Brille. Null und nochmal null. Aber werden denn auch die CDU-Landtagsfraktionen nur von Männern geführt? Nein. Das wagemutige Hessen leistet Widerstand. Dort gibt es eine Fraktionschefin und die heißt Klaus. Kein Witz, Ines Klaus. Wahrscheinlich war es also keine Absicht, sondern ein großes Missverständnis. Ines, du? Ich hab doch den Klaus gewählt. Wie? Du heißt Klaus? Ach, gibt's doch nicht. Ich brauche jetzt erst einmal einen Appleboy. Und jetzt, live aus dem Bundestag in Berlin, das große CDU-Quiz. Welcher CDU-Politiker ist älter? A. Friedrich Merz. Ich kenne dich. Sie kennen die Antwort, ja, oder? Ja. Philipp Amthor. Philipp Amthor, oh, das ist doch sehr gut. Das zwei ist, Punkte. Das zwei ist, Punkte das für das Sie, das sehr gut. Der Witz ist alt, aber... Aber nicht so alt wie Philipp Amthor. Ne? Friedrich Merz ist für eine Frauenquote, wenn uns, Zitat, nichts Besseres einfällt. Frage. Hat er das gesagt? Ja. Das ist eigentlich schon, es soll ein, reicht schon, ne? Also das ist wirklich eine schöne Aussage, oder? Ja, das ist eine gute Aussage. Also wenn ich seine Frau wäre, würde ich sagen, komm du mir nach Hause. Warum ist die CDU keine coole Partei für junge Leute? A. Hä, wieso? Wir haben doch Philipp Amthor. B. Stimmt. Oder B. Ja, stimmt, wir haben Philipp Amthor. Ja, Sie finden den nicht fresh? Keinesfalls. Sie sind die Jungs, die wir schon früher beim Sport nicht gerne in seiner eigenen Mannschaft haben. Sie sind aber in Disslaune heute auch. Wirklich, ja, ne? Kommt gerade raus aus dem Parlament. Da sind also fühlen Sie sich nicht so sicher. Ne? Sobald die Linke mal wieder über 3% ist, machen wir auch das große Linken-Quiz. Aber bis jetzt sind Sie uns zu unwichtig einfach. Also. Was ist peinlicher? A. Eine Bundestagswahl gegen die SPD zu verlieren? Oder B. Ein Signal des Aufbruchs senden, indem man einen 66-jährigen Mann der 90er zum Parteichef macht? Jetzt antworte du mal. Ihr habt ja so abgeräumt gerade mit den Stimmen. Oh. Da ist aber ja, das der Luft. Ist das noch nicht aufgearbeitet? Ich würde sagen B. Richtig. Welcher CDU-Landesverband wird von einer Frau geführt? A. Rheinland-Pfalz. B. Thüringen. Oder C. Natürlich keiner. So einen wichtigen Job kann man ja keiner Frau überlassen. Das so bitte. Wissen. Ich kenne die Antwort. Und wie ist das? Ja, Julia Klöckner ist, glaube ich, zurückgetreten. Ja, bei Thüringen war es mal Christiane Lieberknecht. Wir haben jetzt eine stellvertretende Generalsekretärin der CDU. Ablenken. Wir haben Serap Güler beispielsweise, auch ein frisches, neues Gesicht. Aber ihr habt keine einzige verhandelt. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Ja. Ah, jetzt wird es unangenehm. Frauen wird es unangenehm.
Dos Santos? Frau Dos Santos. Wir müssen über die CDU reden. Wir sind in etwa 3 Stunden da. Ich bin unterwegs. Bis gleich. Ich hol noch einen. Bring mir einen mit, ne? Jo. Oder 2. Katharina Dos Santos ist die jüngste CDU-Abgeordnete im Bundestag. Sie ist cool, sie ist modern und sie ist trotzdem in der CDU. Wir haben Fragen. Sind Sie für die CDU als junge, moderne Frau sowas wie eine Entwicklungshilferin? Das ist eigentlich eine schöne Bezeichnung. Ich glaube, ich profitiere auch sehr von der CDU und in der CDU wäre ich nicht hier. Aber ja, es ist ein Geben und Nehmen, also eigentlich ein schönes Bild. Oder? Ja. Was müsste die CDU denn ändern, um attraktiver für junge Leute und auch Frauen zu werden? Also im Wesentlichen ein Punkt, den sich alle Parteien eigentlich mal überlegen müssen, nämlich wollen sich junge Menschen und auch Frauen, also eigentlich alle Bevölkerungsgruppen, noch so an eine Partei binden? Oder ist es nicht auch sinnvoll, über Projektmitgliedschaften nachzudenken? Auf der anderen Seite müssen wir viel, viel mehr dafür tun, dass zum Beispiel auch junge Familien sich politisch engagieren können, auch im Ehrenamt, also Stichwort Sitzungszeiten bei kommunalen Ehrenämtern, Endzeiten, wo man danach auch nicht mehr abstimmen kann, wirksam beispielsweise, damit könnten wir schon ganz viel tun. Aber Projektmitgliedschaft, also wie, dass ich mir mal im Suff ein Tattoo auf Bali habe stechen lassen, dass ich sage, ach damals, da war ich auch mal für 5 Monate in der CDU, das ist war eine wilde Zeit. Schöner Vergleich. Ob ich den Vergleich heute nicht mehr machen? So machen würde, weiß ich nicht. Finden Sie es nicht schade, dass Sie die große Zeit der CDU verpasst haben? Ich glaube, die CDU hat auch noch eine große Zeit vor sich. Also ich fühle mich da gerade ganz gut, wo ich bin. Ja, aber so diese 16 Merkel-Jahre, ne? Da war schon eine andere Nummer, ne? Also als wir da immer im Bundestag waren, da waren die CDU war von Kraft strotzend. Das war eine Sensation. Konnten kaum laufen. Ja, ja. Was kann Friedrich Merz von jemandem wie Ihnen lernen, mal abgesehen von allem? Ich glaube, Friedrich Merz kann von mir lernen, einen neuen Blick auf den Bundestag. So, ich habe die Zeit 16 Jahre Merkel nur vom Fernseher aus miterlebt. Von gut, daher, er auch. Gut. Das muss man dazu sagen. Gut. Das war eine schöne touché, Zeit eigentlich. Touché. Aber ich glaube, er kann einen neuen Blick lernen. Er kann vielleicht auch eine Lebensrealität von jemandem lernen, der jung als Frau auf dem Land zum Beispiel aufgewachsen ist. Und da kann er nur von profitieren, glaube ich. Was ist denn so die lustigste Geschichte, die Sie da erzählt bekommen haben? Ja, wir wollen ablachen. Ja, also ich glaube, die lustigste Geschichte ist tatsächlich im Moment eine, die ich sogar selber miterlebt habe, bei der Bundesversammlung, als Bärbel Baas Michael Donat aufgerufen hat und meinte Michael Dont. Und er hat darüber dann in der Landesgruppe eine Schachtel Donuts mitgebracht bekommen und heißt seitdem auch Michael Donat. Also die Geschichte fand ich schon ganz gut, aber alles andere fällt vielleicht unter die Abgeordneten-Schweigepflicht. Da geht noch was, würde ich sagen. Würde ich auch Sie sagen. Sie sind ja noch jung. Ich hoffe, da kommen noch ein paar lustige Anekdoten. Deswegen bin ich ja hier, ja, damit ich noch ein bisschen Zeit habe, mir lustige Geschichten zu sammeln. Während Fabian noch eine Runde Cocktails holt, wartet auf mich eine Überraschung. Es gibt noch eine junge Frau in der CDU. Sie sind das jüngste Mitglied im CDU-Präsidium. Das heißt, Sie sind krasser als Philipp Amthor, oder? Ah, wir sind so ein bisschen unterschiedliche Typen, würde ich schon sagen, ja. Was heißt das konkret? Wo würden Sie sagen, unterscheiden Sie sich? Ich habe meinen Führerschein noch. Okay, alles klar. Aber woran liegt das, dass es dann doch so wenig Frauen sind? Also auch was die Mitglieder angeht, 1/4 sind nur Frauen. Woran liegt das? Es müssen auf jeden Fall mehr werden, das stimmt. Ich glaube, wir hatten schon viele gute Vorbilder. Angela Merkel als prominentestes Beispiel, aber an manchen Stellen müssen wir da schon noch nachbessern. Ja. Er ist tatsächlich sehr gering, also noch geringer ist er nur in der AfD. Ja, ich glaube, dass wir manchmal nicht so gut kommuniziert bekommen, dass wir eigentlich auch ziemlich gute Angebote für die Frauen in der CDU haben. Wie stehen Sie denn zu einer Frauenquote? Sollte man zumindest nicht ausschließen. Der Parteitag wird entscheiden im Herbst. Also sollte man nicht ausschließen, heißt das jetzt, finden Sie gut oder finden Sie ja nicht gut? Also ein großer Fan bin ich nicht, aber ich habe so meine Meinung dazu in den letzten Jahren auch ein bisschen relativiert. Glauben Sie, Friedrich Merz ist dann der richtige Mann, um jetzt durchzustarten? Jetzt auf jeden Fall und alles andere klären wir, wenn es soweit ist. Und deswegen haben Sie auch für Herrn Röttgen gestimmt. Sie können jetzt doch noch mal Entschuldigung sagen in die Kamera. Sie müssen noch mal an Ihre Karriere denken. Was hält denn Friedrich Merz von so einer Frauenquote? Ich hege den Verdacht, dass es ihm egal ist. Es gibt ja in der CDU Leute, die sagen, wir brauchen das unbedingt. Und es gibt Leute, die sagen, das dürfen wir auf keinen Fall machen, weil das ist irgendwie linkes Teufelszeug. Und ich glaube, Merz ist es im Kern egal. Und ich hege den Verdacht, dass er
eine Lösung sucht, die ihm am wenigsten Ärger macht. Ich habe inzwischen alle Bundestagsdebatten der 80er geguckt und bin nun bestens vorbereitet auf die Grande Dame der CDU, Rita Süssmuth. Ich wollte zum Auflockern mit was Lustigem anfangen. Ja, tun Sie. Ist die CDU eine moderne Partei? Sie versucht, eine wieder zu werden. Sie war mal eine moderne. Die Frauenfrage ist wieder, scheint wieder ein Problem zu sein, aber sie muss gelöst werden. Was glauben Sie denn, was zuerst passiert? Dass die Menschheit den Klimawandel besiegt oder dass die CDU zu gleichen Teilen Frauen und Männer hat? Schöne Frage, gute Frage, aber ich muss Ihnen sagen, diese beiden Themen kann man heute nicht mehr voneinander trennen. Also der Klimawandel ist mit der CDU verbunden und mit Frauen in der CDU, dann sind wir ja verloren. Ja, also ich muss Ihnen sagen, das muss gleichzeitig geschehen. Aber das eine zu tun und dann das andere zu lassen, ihr Frauen könnt ja noch mal warten, das ist doch ein gemeinsamer Auftrag. Den Anteil im Parlament, den wir jetzt haben, mit 24, wir haben mal 26%, ist wieder gefallen. Da kann ich nur sagen, das können wir verändern. Jetzt hat ja die Mittelstandsunion gefordert, man soll die Basis entscheiden lassen. Klar. Wenn man aber weiß, dass die Basis ja auch zu über 70% Männer sind. Die Basisbefragung ist an sich verstecken vor einer wirklichen verbalen Auseinandersetzung. Wenn jetzt manche Männer aus Ihrer Partei sagen, aber wieso, wir haben doch jetzt immerhin eine Vize-Generalsekretärin. Ja. Da fühlt man sich doch auch leicht verarscht, auf Deutsch gesagt, oder? Ja, ich würde sagen, das ist so nach dem Motto, eine Schwalbe macht jeden Sommer. Das sind ja Ideen, wo man sich fragt, wo hat er die denn jetzt wieder hergeholt? Ja. Hört doch auf mit lauter kleinen Krümeln. Ich will keine Krümel mehr. Und man kann mich auch fragen, warum sind Sie in die CDU gegangen? Aber ich habe mir gedacht, wo ist denn am meisten Arbeit zu tun? Dann bedanke ich mich und denken Sie immer dran, Sie haben ja jetzt immerhin eine Vize-Generalsekretärin. Das ist doch schon mal was. Ja, daran denke ich, aber ich begnüge mich nicht damit. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück, Sie werden es brauchen. Ja, danke. Ja, das war schön. Aber zum Schluss dieses Spezials bleiben wie immer ein paar Fragen offen. Wenn man jetzt in die CDU eintritt, könnte man der nächste Bundeskanzler werden. Sie glaube ich nicht, aber... Und wer hatte eigentlich diese bescheuerte Idee mit den Pferden? Und welcher Frage sollte man demnächst mal nachgehen? Wann wird Bubatz legal, ja? Die Antworten gibt es spätestens dann, wenn Fabian und Lutz zurück in Köln sind. Und das kann dauern. So, und? Stehe ich richtig? Super. Also, dann los. Liebe Fans der feinsten Unterhaltung, klickt hierhin, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Das war's. Super Take. Wir haben's. Oh, ich sehe auch echt schnieke aus heute.